Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ranch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, am Freitag kam ja erst eine Folge, jetzt kommt schon wieder die nächste, meine Lieben. Nämlich, es gibt Neuigkeiten. Erstmal ist der Jochen, der Gehhilfe und Edgar. Wie war's? Eduard? Nee, Edgar. Edgar dabei. Falls mal ein Krück oder ein oder irgendwas kommt, Edgars Mikrofon ist noch nicht perfekt eingestellt. Na gut, okay, pass auf, Leute. Es gibt ein Update und zwar ein 24. März-Update. Oh. Das war verkehrt rum, glaube ich. ein 24. März-Update. Und da wurde hinzugefügt: erstens eine neue Waffe, das Jagdgewehr, das haben wir aber noch nicht, das wollen wir uns noch holen. Und es gibt 10 Quests, die insgesamt dazu gekommen sind. Es gibt 2 Rancher, die bei uns als Nachbarn eingezogen sind. Und. Oh. Anscheinend gibt es immer noch einen. Ich kann nicht mehr. Ich ertrage diesen Helden in den Kommentaren auch nicht mehr, wenn die Leute mich dann immer fertig machen. Ja, wir haben hier rumgemacht, hat er nichts gemacht. Ja, Leute, was habe ich gemacht? Ich wollte euch erzählen, dass wir jetzt zum Jäger fahren und alles und ja. Oh, wow. Das war der Falsche. Ich hab, aber Jochen, da hast du dich aber auch gemein genau daneben gestellt, das muss ich jetzt mal sagen. So, kommt alle mal rein jetzt hier. Ich bin Beifahrer. Gehen hier 4 rein? Ihr geht doch 4 rein, oder? Ja, komm. Rein jetzt hier. Ja, yeah. Edgar, komm. Edgar, los. Wir fahren zum Jäger. Jäger. Wir holen uns jetzt ein bisschen mit. Jetzt geht's rein in die Miet, Junge. Miet meine ich hier. Andere Seite ist übrigens auf. Ja, da. 500 Meter. Auf geht's. Oh, der Sprit ist alle. Ich raste aus. Da hinten steht noch, da hinten steht noch ein Kanister. Echt jetzt? Bei den Segen, ja. Warte mal, dann. Ach. Alter, ey! Das Ding hat einen Kreis wie ein Containerschiff, Junge! Was soll ich hier machen? Du mal tanken hier, einer. Ja, ich mach schon. Bleib sitzen. Ja, du brauchst auch die meiste Bewegung. So, jetzt auf jeden Fall. Du kleiner Pissadio. Oh. Ah, ich hab da mein wichtigstes Utensil vergessen, bin ich. Ah, och. So, mehr haben wir nicht. Ah, stark! Wow! Ja gut, hast einen Strich, haben wir mehr. Aber lass mich raten, da hast du bestimmt 50 Euro reingelassen. Ja, so ungefähr. Ich bin auch in meinem echten Leben Auto schon auf Reserve. Da steht nur noch 70 Kilometer. Ich weigere mich, tanken zu gehen. Das Problem ist, ich wollte in der Nacht hinfahren, den Sprit klauen, aber die sind ja 24 Stunden da. Das ist ja voll zum Kotzen. Ach, Kacke. Nein, war nur ein Spaß. Ja, so, hier, ey, den kenne ich noch nicht, du. Am besten ist, wir kommen bei dir vorbei und bringen unsere Masken mit. Das wäre gut. So, aber den Weg kenne ich noch nicht hier. Ja, du musst ja ordentlich fahren, ne? Ja, ich gebe Vollgas. Ich sag nur, das ist weil... vielleicht zu viert doch keine gute Idee. Ich habe gehört, wenn du bei dem Jäger den Baum anfährst, er wieder wütend wird. Echt jetzt? Ja. Hm. Welchen Baum? Keine Ahnung, irgendeinen, der ist sehr, sehr Naturliebhaber, ne? Also ich würde euch auch echt bitten, wenn wir jetzt dort sind, ja? Mhm. Zeigt euch mal von eurer besten Seite. Ja, halt die. Weil der ist Jäger, der hat eine Waffe und wir wollen was von dem und wir müssen die Quest erledigen. Und wenn wir den jetzt verärgern, dann gibt er uns das Jagdgewehr nicht. Das ist schlecht. Also wir müssen da jetzt richtig. Oh, hier. Kondinox. Ja. Gut. So. Erster, weg da! Ja. Was? So, ja, hallo, ich bin's. Der Brett. Hm? Du machst nicht so, als wenn du ein Schrank wärst, ey. Ja, ich bin hier, ich hab meine Kumpels mit. Los, rein da! Okay. Boah, was eine geile Quest, die kriegst du ein Scharfschützengewehr. Wow. Boah, ich raste hier komplett aus. Wow. Ich raste hier komplett aus. So, warte mal, lass mal anquatschen den. Jagd, Finke, oh, jetzt hab ich was ganz anders gelesen. Seht ihr da jemanden oder was? Nö. Ach so. Hä? Nope. Aber euch sitzt ja keiner? Nö. Ah! Echt nicht? Nö. Wirklich nicht? Nee. Da liegen nur 2 Waffen. Okay. Ja, eine steht. Also hier sitzt ein Kollege, der hat einen Bart und hat Tandkleidung an und eine Mütze auf. So eine wie ich übrigens. Ich glaube, wir sind. Oh, wir, ja, ich habe die gleiche auf sogar. Pass auf, ich spreche dir mal an. Da kann ich einfach nur Jagd. Dann steht flinke Kaninchen. Raubtiere erlegen. Auf Wiedersehen. So, warte mal, ich mach mal auf Wiedersehen. Was steht denn hier? Ach, die Schallplatte? Sag mal, hat eigentlich mal jemand rausgefunden, was wir jetzt mit der Schallplatte machen können? Die können wir Musik abspielen. Zum Radio stecken. Ach so, ja, langweilig.
Ey, was ist das für eine Gans hier? Seht ihr die? Ja, so, das pass ist auf, die Gans, ja. So, was müssen wir jetzt hier? Also ich mache jetzt mal Jagd. Annehmen. Ich brauche Wildfleisch. Oh, ah, der will Quest 8 Wildfleisch. Jungs, wir müssen los. Wildfleisch. Die Quest haben wir jetzt aber auch bekommen. Ja, na los, dann auf geht's in die Jagd. Habt ihr alle Waffen geladen und entsichert? Ja. Jawohl. Gut, dann entladet sie bitte und sichert sie. Warte ganz kurz. Ja, warte. Nachladen. Ja. Jetzt warte doch. Ich knall dich ab, Junge. Der hat mich schon dreimal erschossen. Ja, Junge, das ist ja nicht kugelsichert. Hör auf. Junge. Nimm mich mit. Ja, für den Bildungsauftrag, das war übrigens eine kanadische Wildgans. Oh, das war eine kanadische Wildgans? Alles klar, echt Löwenzahn. Jetzt? Erzähl uns mehr. Hast du das Screenshot gemacht, jetzt. Wie schnell gegoogelt? Nein, die haben wir bei uns auch hier. Er hat mit Handy hier Bilderkennung gemacht. Geronimo! Wow! Oh, der war, aber wäre der Baum nicht gewesen, Alter. Bin heftiger hinein. Flug, heftiger Flug. Mach mal ein Dings beim... Mach mal ein Dings beim Baumarkt, bitte, weil das sind die Bären. Ja, ha. Du siehst doch eh nicht den Punkt. Richtig. Ja, dann sag doch, wo es lang aber geht. Warte, ich markiere. Erstmal auf die Straße. Ja, markier mal. Ist markiert. Ha. Ich brauche mal Hilfe, bitte. Kann dir mal einer wenden? Stärkste von allen. Hast du gemacht? Ich. Vielleicht noch einer aussteigen. Doch. Doch. Wow. Da kommen jetzt mal ein bisschen Koordinons. Warte, ich müsste aus dem Motor neu standen, der ist abgesoffen. Also wo jetzt links? Aus, links halten. Ne, rechts. Halten aus, links. Ne, rechts. Also, der Straße. Ne, zum Laden. Wollt doch zum Baumarkt. Baumarkt. Naja, aber willst du durch eine Prärie fahren? Ja. Nee, Baumarkt will ich jetzt. Der schnellste Weg. Okay, ne dann. Wo ist der, wo muss ich jetzt lang? Hör auf, Jochen. Jetzt rechts. Hier ist der Laden. Nein, warte geradeaus. Geradeaus. Ja, gib Gas. Ich glaube, er hat recht. Straße. Steck ich über die Nein, da liegt ein Reh. Nimm das mit, Wer steigt denn da? Während der Fahrt steigen wieder alle aus. Ey, das ist der absolute Wahnsinn. Also nee, ganz ehrlich. Bin durch zwei von euch durchgerutscht. Realismus hier, der spielt auch wieder gar keine Rolle heute. Ja, du musst es in den Kofferraum legen. Ja, sorry. Aber jetzt dreimal Wildfleisch, ja? Hallo. Einsteigen, der Bus fährt pünktlich ab um 11.45 Uhr. So, wenn ihr Wild seht, schreit. Wenn ihr irgendwas seht, links, rechts, überall. Bist du rechts. Oh, Mann. So, jetzt ja, wieder rechts. Wieder rechts. Da nee, da unten ist der Baumarkt. Schon. So, da müssen jetzt auf jeden Fall Bären sein. Da liegt doch auch ein Bär. Da liegt doch noch ein Bär. Wo? Wo liegt ein Bär? Direkt da vorne. Okay, alles klar, kommt mal zurück. Ich bin schon ausgestiegen vorhin. Wo ist ein Bär? Hier, ach, Mann. Da liegt ein Bär. Stimmt, ich warte, ich komme zu euch. Wo liegt ein Bär? Ja, da haben wir ja schon fast das Wildfleisch. Hä? Hey. Komm mal, Moment. Da fällt mir dann einfach aus der Hand hier. Mensch. So, jetzt da rein bitte. Wie viel haben wir da jetzt? Jetzt haben wir 7, oder? Gibt der Bär nicht 4, 3, 6 am Ast? Aber ich guck mal, ob hier hinten 7. Noch irgendwas rumfliegt. Ein Bär brauchen wir noch oder irgendwas anderes. Da steht noch ein Anhänger. Nimm den mal mit. Ja, der ist auch uns. Den brauchen wir nicht mehr. Aber man kann doch kein... Bär! Bei mir ist ein Bär. Ich komm. Ihr. Wo seid ihr? Ah, da hinten. Ich habe Karottensamen gefunden. Oh. Was? Der labert schon wieder ein Dünnschiss. Also das ist nicht immer nur zu fassen. Ganz ehrlich. Ich habe Karottensamen gefunden. Aua. So, gut. Jetzt haben wir das Wildfleisch. Los, auf geht's. Wir müssen wieder zum Jäger. Nehmt nicht so viel mit. Wir brauchen den Scheiß nicht. Wie damals mit dem Honig. Oh, nee. So, alle mal einsitzen. Ja, die Klappe macht auch keiner mehr zu, das ist ein Traum. Ja, damit wir danach auch noch mal drauflegen können. So, jetzt haben wir aber genug. Fahrt zurück zum Jäger. Ja, mach ich. Gucken, was es gibt. Ich will nichts sagen, Jungs. Aber das wird eine ganz enge Kiste mit dem Sprit. Och, welchen so ein kleinen Furzsteinchen da wieder. Also ganz ehrlich. Dann lass doch vorher tanken fahren. Ja, ist wie komplett ein anderer. Wo ist denn das? Andere Richtung. Warte, ich markiere. Da lang, ne? Ja, sieht man nicht, übrigens. Hier geradeaus, oder? Ja. Die Straße folgen. Die Straße folgen. Boah, der lässt sich lenken. Das ist eine absolute Katastrophe. Wild! Oh, wild. Was war das denn? Das war ein Wolf. Wo ist die Straße? Wo ist die links? Hier? Wow.
Da ist die Straße hier? Nein. Hier ist ja, aber die Straße. Ja, folgt der mal, vielleicht kommen wir an. Geht das? Ja. Ja, ist ja in Ordnung. Wusst du doch, ich bin hier richtig. Da oben rechts, auch nochmal wild. Aber wir dürfen, nicht erschießen. Wir dürfen nur das Wild erschießen, was erschossen werden muss, sonst gibt es Ärger mit dem Fösser. Wo denn jetzt lang? Hier war die Tankstelle. Da. Wow. Alles klar, ich hab den Dings. Boah, Alter. Geht ja so weit. Hä? Wo ist denn der, hier der Anschluss? Ah, Jochen, was sagt der? Jo, warte. Oh. Mach mal, Jochen. Warte, Jochen. Ich tank erst mal fix für... Ey, du stehst auf dem Ding hier, auf der Tankpistole. Ich hau erst mal 10er rein, dann müssten wir jetzt zur nächsten Zapfsäule kommen. Alter, was ist das denn? Ich habe einfach durchs Wagen gezogen hier. So, komm, einsteigen. Mach mal Fenster runter. Wichtig ist, man muss immer wieder schön einhängen, die Pistole, sonst zählt das nämlich nicht richtig. Ach, scheiße. Ja, warte. Okay, alles klar, komm. So. Abgerissen aus Versehen. Das Kabel ist gerissen. Schnell abbauen. Hatte dir die Masken auf? Klar. Edgar, warum hast du keine Maske auf? Weil ich hatte eine auf. Edgar, warum bist du so ruhig? Erzähl doch mal was. Nein. Komm, Edgar, erzähl uns mal was jetzt. Ja. Es hört sich wirklich gut an bis jetzt. Wild. Ja, macht nichts. Wir haben... Oh, ach, Alter, ist außer Kontrolle. Ich fahre einfach den direkten Weg, versuche ich jetzt. Oh, Bär. Straße. Sehr gut. Da sind wir wieder. Back in Business. Also, Edgar. Hallo. Wie läuft das jetzt hier? Wenn wir gleich zu Hause sind, möchte ich ein Magnum Eis. Da passe ich durch. Sehr gut. Wir müssen da hoch, übrigens. Au. Weißer Schokolade. Weiße Schokolade, echt? Meine Kinder, ist das auch immer. Das ist eine Katastrophe. Ich hasse weiße Schokolade. Kennst du Loufflé-Schokolade? Ja. Echt? Ja. Die ganz, die so ganz luftig ist? Ja, genau, ja. Kann ich dir nachher mal was zeigen? Wenn du willst. Bisschen mit Loufflé-Schokolade. Hä? Wo sind wir jetzt? Anderer Rancher. Ey, was? Echt jetzt? Hier ist wieder ein anderer Rancher. Wo? Guck mal hier. Ey, warte mal, den kann ich Frühstück sauber machen, lästige Füchse. Oh, der hat auch 3 Aufgaben für uns. Okay, also ich glaube, wir müssen 3 Aufgaben erfüllen und dann kriegen wir immer eine Belohnung. Hey, okay. Leute, beruhigt euch. Ihr rennt schon wieder mit den Pistolen über den fremden Rentsch. Lästige Füchse irgendwo sind. Ja. Alter. Nein, das ist der Auftrag. Ihr habt schon ganz angenommen, wir müssen erst das Wildfleisch hinschaffen, wenn ich jetzt kenne. Was ist das an dieser Dreckspazier? Du eine kleine Sau. Pass auf, soll ich dir was sagen wegen der Loufflé? Ja, erzähl. Da ist ja ganz viel Luft drin und die ist ja ganz fluffig. Ja. Jetzt bist du auch eine Loufflé-Schokolade. Was ein Typ, ey. Hab dich auch mal luftig durchlöchert. Naja, so wollte lustig sein, hat nicht geklappt. Ja, nimm dir so einen Kolben mit nach Hause. Komm, lass das mal schnell hinfahren. Da können wir nämlich noch eine Dings machen, noch eine Quest. Ja, dann komm. Fix. Dam, dam, da, da, dam, dam, da, da, dam, dam, da, da. Dam, 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 dam. Ich glaube, ich gucke heute Fluch der Karibik. Ehrlich? Habe ich auch Lust. Aber ich werde es nicht gucken. Edgar! Rein da, hier. Was ist jetzt? Einsteigen, der Bus fährt. Wieder aus. Leute, wir müssen auf die andere Seite. Markier mal. Ey, wer fährt denn? Ich. Ich gebe hier Gas und denke hier, wie wild und nichts passiert. Ich fahr mal jetzt links. Ah, du kennst die ganze Abkürzung nicht, ne? Nee, leider. Ey, warum Alter, das hat ja echt einen Wendekreis. Links. Links. Links halten. Jetzt gleich geht's. Austin Powers, ist ausgeparkt. Ich dachte immer, du machst das mit Absicht. Was denn? So scheiße fahren. Links. Links. So. Was ist Männchenscanner? Ganz ehrlich. So, hier links. Ist doch hier irgendwo. Nee, links. Oh, scheiße. Aber das hat wehgetan. Links. Ja, links. Das hat wehgetan. Ah, hier weiter. Du musst immer links gucken, da kommt eine Einfahrt irgendwann. Immer weiterfahren. Da, naja. Da links? Nee, ne? Nee. Oh, boing. Kannst du bitte geradeaus gucken?
Ja, ich guck gerade aus. Also die Einfahrt kommt rechts jetzt gleich, glaube ich. Nee, fahren wir hier lang. Der Edgar wieder eingepennt, hier rechts. Nein, nein. Egal. Edgar, pennst du schon wieder? Nein. Edgar. Aber wir haben viel mehr Wildfleisch, ne? Wie wir brauchen. Vielleicht gibt's einen Bonus. Hm. Nee, ich glaube, der wird uns erschießen, weil wir einfach als Wilderer jetzt gelten. Na, aber er hat's schon gesagt. Aber wir haben zu viel. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 Wildfleisch haben wir. Schneid euch mal an. Mhm. Wen soll ich anschauen? Ich drücke jetzt die Nuss. Okay. Power. Wir sind da. War da rein, bei dem armen Mann. Warte mal, ich habe das Baumaterial besorgt. Was? Wo sollen wir das jetzt hin tun? Ja, keine Ahnung, wird hier irgendwas angezeigt? Vielleicht auf der Karte oder so? Oder hier irgendwie ein Punkt, wo wir vielleicht hinfahren müssen? Hä? Warte mal. Weiß nicht, wo der das hin haben will. Bringe Wildfleisch zur Hütte des Jägers. Ja, dann leg's mal in die Hütte rein. Auf den Tisch. Da steht aber immer noch 0 von 8. Das ist kein Tisch, das ist ein Käfig, wo zwei Hasen drin sitzen. Ach. Ach, hier, großer Meister, direkt vor deine Füße. Jetzt nimmt er das scheiß Wildfleisch. Ja, komm, lass das mal ausladen. Das verstehe ich jetzt aber trotzdem nicht. Hm. Hat er hier irgendwo vielleicht so ein Dings hier reinlegen soll? Nee. Willst du das vielleicht in so einer Box packen? Nee, glaube ich nicht. Geht hier die Tür? Nee. Nee. Hä? Oh, ja, und jetzt? Scheiße, ich weiß, warum es nicht geht. Warum? Hier auf dem Schild steht's doch. Er hat sein Hühnchen verloren. Wir müssen das jetzt wiederfinden. Was hat er? Wo, zeig. Ah, okay. Und er fragt, ob du dein Hühnchen verloren hast. Have you lost a chicken? Der hat welche. Der hat eins gefunden. So. Mein Gott, eigentlich für Insiders wieder, ey. Eigentlich für Reingefallene. Ich suche mein Hühnchen. Ich habe das Baumaterial. Warte mal, ich mach mal was anderes. Best Aufgabe abgeschlossen. Ah, Jagd. Rivat 200. Okay, super. Aber es ist auch Fleisch weggegangen, ne? Oder? Ach so, ich habe das Baumaterial besorgt. Das sollte die Quest abschließen sein. Oh, ist das dämlich. Guck mal, die Gans hat eine Fleischmütze. Blinke Kaninchen. Meine Kaninchen sind überall verstreut. Kannst du sie einfangen und zu mir schicken? Annehmen. Kaninchen? Ich gehe jetzt was? Kaninchen sammeln. Wir werden im Leben keine Kaninchen finden, Leute. Das gebe ich euch Brief und Siegel. Hoppeln die hier rum oder was? Da ist Kaninchen! Aber warte mal, was heißt gehört? Na, warte mal, einfangen, nicht erschießen. Hab's! Hab's! Abs! Nicht mit der Waffe auf das Kaninchen! Hör mit der Waffe! Nicht! Warte doch! Geh weg! Nicht mit der Waffe auf das Kaninchen! Ja, ich hab auch einen Kanickel! Warte, ja, komm mal! Wir brauchen Kaninchen geliefert, eins nur. Nee, oder was? Boah, Alter, packt der aber schon im Nacken, ne? Hier, ich hab dein Kaninchen! Ich hab auch eins. Eins reicht! Oh, das war schon. Was, wie eins reicht? Also, ja, weiß ich nicht, aber nur eins. Was mach ich jetzt hier mit? Pass auf, jetzt müssen wir noch Raubtiere erlegen. In dieser Gegend gibt es viele aggressive Raubtiere. Könntest du bitte mindestens davon erlegen? Als Belohnung bekommst du meine Gewehre. Wow! Yeah. Oh. Das war eins. Anscheinend schießen die Raubtiere. So. Hier, ich hab Kanickelfleisch. Was? Nimm mit. Ich hab das Kanickel getötet. Ja, hier in der Gegend gibt's Raubtiere. Was für Raubtiere? Aber warte mal, Raubtiere sind ja Bären oder Wölfe oder sowas, ne? Mhm. Oder Steinböcke. Ja, habe ich auch letztens erst ein Männchen reisen sehen, so ein Steinbock. Das ist gemein gefährlich. Ja, der muss ja eh aufpassen. So ein Steinbock, der nimmt schnell mal hier so eine ganze Veranstaltung auseinander. Wenn der schlechte Laune kriegt. Ich höre es nicht. Oh, ja. Ui. Unglaublich. Das ist ein Wolf. Ich habe einen Wolf. Der sitzt da. Hä? Batz in dein Gesicht, Junge! Aber ein. Oh, 1 von 5. Hat geklappt. Also, wir müssen Wölfe oder so einen Scheiß finden. Wer ist das gerade einer? Wer von euch ist tot? Keiner. Nein, bis jetzt keiner. Ich habe einen Wolf erlegt. Mehr Wölfe. Ich habe hier auch einen Wolf. Zwei Wölfe. Ja. Erschieß ihn. Wo bist du? Hier oben am Berg. Erschieß ihn. Einen 2 von 5. 3 von 5. Sehr gut.
Sehr gut, sehr gut. Wir brauchen noch zwei Wölfe irgendwie. Aber die finden wir, da bin ich mir sicher. Wir wollen da den Berg runter. Wenn ihr Bock habt, sammelt mal das Fleisch auf. Ach, was wissen wir, den Fleisch? Weiß ich nicht. Essen. Lol, wenn du hier oben auf dem Berg bist und an den Büsche gehst, findest du gefrorene Bären. Echt jetzt? Ja. Also, was lebende Bären, die einfrieren? Nein, Bären zum Essen hier. Ach so. So wie Himbeeren. Die sind blau. Ich finde keinen Wolf mehr, Mann. Ich auch nicht. Bisschen kalt, ein Beinkleid. Da unten rennt einer. Hör auf! Was, wie, hör auf? Ach so, du bist gar nicht der Wolf. Ich habe dich einmal getroffen, ich habe 6 Mal geschossen. Ja. Batz ins Arschloch. So, Entschuldigung. Wir von 5, Leute. Eine noch. Hier, komm mal her und sammeln mal hier die Bären vom Busch. Wieso sagst du denn, da unten rennt einer und er schießt sie nicht, Edgar? Bist du Veganer? Es war einer von uns. Ein Wolf von uns. Hier, sammeln mal die Bären da, guck mal. Von unseren Wölfen. Welche Bären? Hier am Busch. Ja, du musst Hand nehmen und dann E drücken. Hand nehmen und E. Warte. Oh ja, gefrorene Bären, Alter. Wie geil ist das denn? Sag ich doch. Die sind ja übelst lecker. Ja, die geben Essen voll, ne? Ja. Die machen richtig Energie auch. Guck mal, Stamina-Leiste direkt wieder voll. Also, sag ich dir. Heftige Nummer, Alter. Wenn danke, dass du mir das verraten hast. Sogar, wenn du die gelben isst, dann geht auch deine Magie-Leiste wieder voll. Oh, echt? Oh, lass dich also, nicht verarschen. Also fühlt sich das Mana wieder auf, ja? Ja, aber Jochen, lass dich mal nicht verarschen jetzt. Ganz ehrlich. Magie-Leiste. Also. Also hier sind keine Wölfe. Wir brauchen noch einen scheiß Wolf. Kann ja nicht wahr sein. Hier muss ja noch ein Wolf sein. Aber ich bin mal gespannt. Es gibt auch eine Roadmap übrigens, Leute. Es gibt also eine neue Roadmap für Ranch, was die Entwickler jetzt bis Oktober, glaube ich, September oder Oktober, ich weiß nicht genau, wir können es dann noch mal kurz reinschauen, vorhaben. Was die jetzt ja am Spiel noch alles neu machen wollen und so weiter. Also das nächste Update, was kommt, ist wohl im Mai. Das soll wohl ein reines Verbesserungs-Performance-Update werden. Und dann sollen aber auch schon wieder neue Sachen kommen. Naja, muss man mal abwarten, ne? Mit dem Lichtscheider hat leider nicht geklappt. Ich sehe aber, Leute, ihr müsst ja aktiv werden. Alle hier Zuschauer, es schauen so viele Leute zu. Schreibt ins Forum bei Steam Lichtscheider. Ihr müsst das Forum vollspammen mit Lichtscheider. Einfach nur, ihr wollt Lichtscheider. Das Spiel braucht einen Lichtscheider. Nimmt aber am besten das englische Wort. Ja, also Lightshorder. Weißt du, wie heißt ein Lichtschalter? Was das heißt denn Schalter? Das heißt ein Switch. Es heißt Light Switch. Nein, es heißt Light Button. Light Button? Der Light Button? Der rechte Button. Hey. Jochen, ganz ehrlich, du solltest vielleicht mal beim nächsten Einkauf auf dieses Light achten. Jetzt hör mal auf, wieder Scheiße. Ach, du so, hast gleich auf mich geschossen. Wo bist du? Oh, es war kein Wolf, es war Eduard. Mist. Eduard, hast du gerade auf mich geschossen die ganze Zeit? Nein. Doch. Eduard, ich sag mal, Leute, sucht ihr noch Wölfe? Ja. Wo sind denn die? Die muss ja doch irgendwo so ein scheiß Wolf sitzen. Ah, hier. Hier ist eine Hütte mit Rotkäppchen. Hier muss ein Wolf sein. Gucken wir, ob die da ist. Rotkäppchen gehört aber mir. Wenn sie volljährig ist. Bin ich volljährig gewesen? Ey, war das nicht ein kleines Kind? Ich weiß nicht. Das war kein kleines Kind, willst du mich verarschen? Ey, war schon erwachsen? Okay, gut. Weiß es nicht, da gibt es verschiedene Fassungen. Also das, was ich gesehen habe, war die ziemlich erwachsen. Das will ich revidieren gerade. Ja, okay, wir nehmen die Fassung. Ich finde kein Wolf, ne? Ich wäre hier wahnsinnig. Vorhin Weitag, wo war denn das, wo diese vielen Tiere waren, mit dem, wo auch der Wolf war? Da sind wir doch hier runtergefahren. Ich schnapp mir mal das Auto, ich fahre mal mit dem Auto eine Runde. Vor allen Dingen das ist doch ein Mist, ey, ganz ehrlich. Jetzt wird es doch noch dunkel, jetzt erkennst du gleich noch weniger. Ja, es kann ja nicht sein, dass jetzt hier ein Wolf hier fehlt, ey. So eine Kacke, ey. Ihr findet auch nichts? Nee.
Hallo, ich merke das, wenn du auf mich schießt. Muss das denn ein Wolf sein oder geht auch ein Bär? Steht halt Raubtier. Vielleicht sollten wir einfach einen Bären töten, ja. Oder einen Fuchs oder so. Ich fahr mal hier eine Runde. Ich guck mal, ob hier was geht. Weiß nicht, wo ich bin, aber... Ja, guck halt mal auf die Karte. Vielleicht bist du schon, weiß ich nicht, keine Ahnung, beim nächsten im Spielstand. Wird wohl sein. Bin hier am Berg. Oh, jetzt wird's dunkel wie ein Bärenarsch. Sinnlos. Ey, jetzt findest du gar nichts mehr hier. Das kannst du vergessen. Aber dann sind wir dem Bär schon mal nah. Shit, ey. Ganz nah. Ja, wo sind jetzt die Viecher hier? Das wird er nicht. Nee, das wird auch nichts. Ich glaube, im Dunkeln werden wir die nicht finden, oder? Hat jemand einen Baustrahler dabei? Nee. Leider nein, leider gar nicht. Leider nein, leider gar nicht. Eisenerz zum Herstellen für Munition. Nimm mit. Ach nee. Deine Lehrer früher, ey. Ganz ehrlich, die armen Schweine. Ich sehe halt nicht mehr, gell? Ich suche jetzt einen Berg, knall den weg und gucke, ob das funktioniert, aber ich glaube, dass das. Ich weiß nicht. Ich glaube tatsächlich, der meint die Wölfe da. So, ich bin wieder am Dings hier, am Baumarkt. Am Bärenmarkt. So dunkel. Ich sehe gar nichts. Das ist eine Katastrophe. Das Problem ist, wir müssen wahrscheinlich pennen. Kommt ihr relativ weit schnell zur. Kommt ihr zur Ranch? Gelaufen oder ist das zu weit? Nicht so zu weit. Das ist schon ein bisschen weit. Okay. Weil das Problem ist. Das Problem ist. Dass wir schlafen müssen. Es ist erst 21 Uhr. 21 Uhr, es wird noch später. Ich hab nicht mal eine Ahnung, wo ich bin. Ah, hier ist eine Straße. Hier ist die Hütte. Nee, Jungs, sieht schlecht aus. Ganz schlecht. Ich glaube, tatsächlich, wir müssen zur Hütte zurück und pennen. Wir müssen das einen neuen Angriff nehmen. Oder was meint ihr? Yeah. Warte. Was denn? Wir werden doch jetzt hier so einen blöden Wolf finden, der kann doch nicht so schwer sein. Der beim Dunkeln? Bin ja auch kein Bär im Bärengebiet. Aber vielleicht schlafen die oder was? Weiß nicht. Gibt's doch nicht. Muss doch irgendwo was sein. Wieso heißt die Ranch denn jetzt Jochen stinkt? Was? Unglaublich. Aua. Kommt zu euch zurück, wo seid ihr denn? Ach du Scheiße, wo seid ihr denn verteilt? Komm, lass mal wieder sammeln. Suchen den Wolf. So ein Mist, ey. Ah, muss doch hier irgendwo sein. Das wird nicht. Kein Wolf on Tour mehr. Das ist die Taschenlampe im Wald. Rechts von dir? Ja. Jo, bin ich. Bitte. So, Uno. Der Rest. Der Rest ist ganz links. Ganz links ist er am Fuß des Berges. Au. So. Nicht. Au. Hier lang. Moment. Ein bisschen links halten. So. Geht's hier runter? Ja, ne? Ja, mit so. Ja, ein bisschen links, ja. So. Links? Ja, jetzt geradeaus. Hältst du genau drauf zu. Bisschen rechts. Hier ist ein Baum, Moment. Rechts, ja, jetzt, ja.
Hey, sag mal, wo seid denn ihr hingerannt? Ey, wollt ihr mich rollen? Kann ich wahr sein? Rechts rein, mittel rechts. So, genau, geradeaus. Auf die Straße. Ja, ach, da hinten ist er, ich sehe. Ja, warte, ich höre ein Auto hinter mir, das fährt doch gleich voll in mich durch. Hier ist ein Hirsch. Hirsch. Ach so. Ui. Ey, bleib doch stehen, Junge. So, wo ist der andere? Och, der ist noch ganz oben, ich weiß fast ihr seid, nicht. Ihr seid von der Ecke gefahren. Ach so. Waffe weg. Oh, ich halte das nicht aus. Jetzt müssen wir wieder da hoch. Komm uns mal entgegen. Gibst du Gas? Hm? Geh nicht so schnell hier. Ach Mann, ey. Augen aufhalten, vielleicht sind wir doch noch ein Wolf. Ja. Irgendwo muss noch einer sich verstecken. Das kann nicht sein, dass hier nur 5 Wölfe rumlaufen, oder? Also ich hab Bock auf Hamburger. Das ist... Das ist diskriminierend. Auf dem Heimweg bei Meggens? Da ist er. Bein dich um! Bist du drin? Ist er drin? Ja, bin drin. Vielleicht haben wir jetzt Glück auf dem Heimweg. Siehst du, wir müssen erstmal pennen. Das ist alles nichts. Fahr ich zur Rentsch? Ja, hier lang, glaube ich, oder? Ja, ein bisschen rechts halten. Rechts? Ja, bisschen. Baum. Oh. Ja, alles gut. Ich habe mich hier durchgeschlängelt. Ist kein Problem. Uiuiui. Ja, jetzt rechts halten. Ach, da ist die Rentsch. Jawohl. Das war ein bisschen Tokio-mäßig. Okay, sind da. Hä? Das war ein kurzer Weg, oder? Ja. Da kannst du mal nichts sagen. Bleib da. Na, sind sie alle im Kinderzimmer. In das Elternzimmer. Hä, wieso kann ich hier nicht in das Bett? Drücken. In das Bett? Das ist ein Drücken. Jetzt. Und aufstehen. Oh. Leute, hat eine Nacht. Komm, wir nehmen mal den anderen. Vielleicht ist er schneller. Gut. Hier hin den. Ach, komm. Den LKW oder was? Nee. Ach, Edgar. Was ist denn nur los mit dir, Mensch? Wie der letzte. So, wo geht's jetzt hin zum Dings? Ich glaube, wir haben den nicht mitgenommen. Was? Ich bin in den LKW eingestiegen. Ich stell dir einfach mal was sagen, ne? Unglaublich. Rennt der hinter uns her und sagt nichts. Ich bin in den LKW eingestiegen. Wow. Wo müssen wir hin? Mit links. Ah, geradeaus. Drauf zuhalten. Ja. Och. Und das war eine miese Landung. Da. Oh, so. Ja. Vorne kommt der Weg. Hier kommt der Weg schon. So, jetzt haltet die Augen offen. Oh. Hier muss der Wolf doch irgendwo sein. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Mal ganz ehrlich jetzt. Vielleicht sollten wir ihn mit dem Karnickel anlocken. Gar nicht, ey. Entschuldigung. Ekelhaft, Gesundheit. Ganze Auto. Aber es steht einfach nur da, Raubtiere töten. Von daher, vielleicht sollten wir einfach woanders hinfahren. Nee, pass auf, steig aus und dann gehst du jetzt nach da vorne und da sitzen zwei. Pass auf. Boah. Ich verspreche es dir. Das Thema ist dribbeln. Ey, warte, stopp. Nicht erschießen. Aha, ich sag noch nicht erschießen. So, jetzt erschießen. Alles klar, bang. Hä? Ey, wir haben die Quest Entschuldigung. Ist unfassbar. Kann ich mehr? Ja, yippie. So, okay, wir haben den 5. Wolf. Perfekt, auf geht's. So, jetzt aber rein hier. Moin, Kollege. Rech ist tot. Dings ist tot. Oh, ich hab ein Gewehr. Oh, yes. Keine Munition. Ja, da kann man nichts machen, ne? Ach, ey, wie die alle nachladen. Ey, das ist doch nicht normal, Alter. Es ist einfach nicht normal. Wie sie alle gleich wieder machen. Komm, Jochen. Du links, ich rechts. Oh,
Der lädt ja übelst langsam nach. Ohne Was ist Scheiß. Das? Jochen, heb mich doch auf. Will ich aufheben, Jochen? Ich geb mein Bestes. Ah. Jochen, heb mich auf. Ich komm, nein. Man weiß, du bist nicht aufgehoben. Es ging nicht mit der Waffe. Aber ey, Edgar, dein Mikro hat wieder was Komisches gemacht gerade. Was? Es hat gemacht. Wow. Weiß ich einfach nicht. Ha, ey, was? Jetzt reicht's. So. Ich komm dich holen. Gib mich auf. Oh, er zieht auf mich. Der will mich ja schießen, habe ich das Gefühl. Oh. Der will, der schießt auf mich. Alter, mal. Ich hab da auch genau drauf gehabt schon. Boom. So, komm jetzt. Nehmen wir wieder auf. Jetzt, ja, meine lieben Freunde, wir können ja mal ganz kurz noch die Dings durchschauen. Wir brauchen, liebe Entwickler, ein Survival-Modus. Ja. Und zwar gab es... Last Man Standing. Last Man Standing Arena. Also, nur mal ganz kurz. Und zwar für Mai gibt es Fehlerbehebung, Optimierung von der Community, vorgeschlagene Gameplay-Verbesserung, also Lichtschalter wahrscheinlich. Im Juli kommt Ziegen, Bienen, Banken, Kredite, Treibstoff für Anhänger und Tiertransporte. Und im September soll kommen Feldfrucht- und Weizenproduktion und Ernte, Traktoren, Traktoren, Gärtner und Gewächshäuser. Okay. Oh, Gewächshäuser mache ich. Ja, Träger. Das ist der Plan. So, Leute, wir haben nichts gebaut, diese Folge, ich weiß, aber wir wollten jetzt erstmal das Jagdgewehr holen und werden dann, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, sollen wir das nächste Mal eine Quest machen oder sollen wir erstmal die Ranch weiterbauen? Wir haben ja noch mehr Quests insgesamt, gut. Und im Sinne sind wir erstmal raus. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Tschüss und ciao. Ciao. Tschüss.